herzlich willkommen zur Oktoberausgabe von AquaTV, Ihrem Wassersportmagazin aus Berlin. Heute sind wir zu Gast in einem ganz besonderen Charterunternehmen. Und dazu muss ich etwas ausholen. Charterunternehmen können, wie in der Hotelbranche üblich, international mit Sternen bewertet werden. Die höchste Punktzahl, die erreicht werden kann, sind 5 Sterne. Unser heutiger Gastgeber hat 4 Sterne, also schon ziemlich hoch im Ranking. Und ich freue mich, dass wir heute bei Palme Yacht Charter in Werder zu Gast sein dürfen. Doch jetzt kommen erstmal die Themen der heutigen Sendung, die nicht minder interessant sind. Weiter geht es mit unserem zweiten Teil der Reviervorstellung von Malta, also Leinen los. Dann haben wir für Sie auf der Interboot quasi die Türen geöffnet. Und zu guter Letzt stellen wir Ihnen heute die Delphia Escape 1100S vor. In unserer letzten Ausgabe haben wir Ihnen bereits den ersten Teil unserer Reviervorstellung von Malta gezeigt. Und einige haben gesagt, na ja, Malta, Steinstrände, ein bisschen Kultur. Dass Malta aber wesentlich mehr zu bieten hat, das zeigen wir Ihnen jetzt im zweiten Teil. Bevor wir Valletta und Marsingset Harbour für den Turn rund Malta verlassen, gönnen wir uns noch eine Hafenrundfahrt. Bei kleiner Fahrt voraus ist man in dem Hauptstadthafen Maltas gute 1,5 Stunden unterwegs, bis man alle Liegeplätze einmal abgefahren hat. Und zu sehen ist dabei einiges. Riesige Luxusjachten, traditionelle Fischerboote, Sportjachten und auch einige Schiffe, die im Do-it-yourself-Verfahren entstanden sind. Insgesamt ein toller Querschnitt durch den Bootsbau vor historischer Kulisse. Auf dem offenen Meer empfangen uns 2 Beaufort Wind. Gemächlich nehmen wir mit unserer 40-Fuß-Yacht von Nautica unseren Rundturn entgegen dem Uhrzeigersinn in Angriff. Durch den South Comino-Kanal steuern wir unser erstes Tagesziel an. Die blaue Lagune vor der kleinen Insel Comino. Wie alle Dinge im Leben hat die Bucht 2 Seiten. Eine idyllische, menschenleere Seite mit kristallklarem Wasser, ein Tauchparadies. Leider findet man auf dem felsigen Untergrund keinen sicheren Ankerplatz. Da uns auch die Durchfahrt zwischen den Felsen für die Größe unserer Yacht ungeeignet erscheint, fahren wir zur richtigen Seite der blauen Lagune außen um die weit ins Wasser ragenden Felsformationen herum. Die untiefen Tonnen weisen einen sicheren Weg. In der blauen Lagune selbst finden wir einige Mooringtonnen zum Festmachen. Die Bucht entpuppt sich als Touristenparadies. Tagesausflügler bevölkern die Felsplateaus und Strände der wirklich idyllisch gelegenen Bucht. Wenn man sich wie wir ein wenig abseits hält, kann man den Augenblick in relativer Ruhe genießen. Ein Stündchen baden, essen, Mittagsruhe, dann geht's weiter. Auf dem Weg nach Gozo queren wir die recht befahrene Fährstrecke zwischen Malta und Gozo. Man muss schon ein wenig auf den regen Verkehr der unterschiedlichsten Fähren achten. An der Steilküste Gozos entlang segeln wir in Richtung Dwera Bay. Nach alten Überlieferungen soll auf dem Funyos Rock ein Pilz wachsen, der Wunden schnell heilt. Wegen dieses Wundermittels war es nur Ausgewählten des Malteser Ordens erlaubt, den Felsen zu betreten. Auch wir haben kein Glück, denn dank der gerade stattfindenden Filmaufnahmen zum Film Wiki ist die Bucht für uns gesperrt und wird von Wikingerschiffen in Beschlag genommen. So entgeht uns leider auch der Blick von der richtigen Seite durch das Azuro-Window. Die Felsformation soll einen imposanten Blick aufs Meer erlauben. Aber den haben wir ja sowieso. Dennoch lassen wir es uns nicht nehmen, den Felsen von der Rückseite aus anzulaufen und zu bestaunen. Die Abendsonne spiegelt sich auf der Steilküste und so langsam müssen wir uns um einen Ankerplatz für die Nacht kümmern. Da Dwera Bay gesperrt ist, bleibt jetzt nur die Non-Stop-Fahrt bis Marsalfon. Den roten Ball der Sonne achteraus segeln wir die felsige Küste entlang. Beim allerletzten Tageslicht erreichen wir die Bucht von Marsalfon. Wir verholen uns an eine der zahlreichen Mooringtonnen und liegen für die Nacht sicher. Die Bucht ist nach Norden hin weit offen. Deshalb steht oft ein anständiger Schwell aus Ost-Nordost in der Bucht. Mooringtonnen sind zwar zahlreich vorhanden, aber eher für kleinere Schiffe geeignet. Drum prüfe, wer sich hier länger bindet. Wind- und schwellgeschützten Unterschlupf gibt es nur für Fischerboote in dem kleinen Hafen. Dort kann man auch sicher mit dem Dinghy anlanden. Der Ort Marsalfon säumt die gesamte Bucht. Im Licht der aufgehenden Sonne liegt der Ort idyllisch und lädt zum Bummeln ein. In dem kleinen Hafen sollte man sich viel Zeit nehmen, die aufwendig gestalteten Lützus zu bewundern. Die traditionellen maltesischen Fischerboote sind der ganze Stolz ihrer Eigner.
Masalfon ist im Sommer eine Touristenhochburg auf Gozo. Entsprechend viele Restaurants und Bars findet man entlang der breiten Strandpromenade. Aber auch Geschäfte, um den Bordproviant aufzufüllen, fehlen nicht. Im Herbst geht es im Ort eher beschaulich zu. Da ist im seichten Wasser der Bucht genügend Platz, den ersten Tauchgang zu proben. Ein Rundgang auf dem oberen Teil des Ortes offenbart interessante Einblicke. Tagsüber wirkt der Ort jetzt sehr verlassen und man kann in aller Ruhe durch die Gassen und Straßen schlendern. Bei klarem Wetter hat man einen imposanten Blick über die gesamte Insel Gozo. Am Ende des Rundgangs steht noch ein Sonnenbad auf dem Felsplateau am Ende der Bucht an, bevor es weitergeht zum nächsten Teil des Segelturns. Eine Messe hat immer etwas Inspirierendes. Wenn man alleine durch die Hallen läuft und sieht, was die Hersteller an Neuheiten präsentieren, geht einem doch schon das Herz auf. Und man sieht, was man einmal haben möchte. Sie können natürlich auch auf Schnäppchenjagd gehen, das ist auch kein Problem. Und manchmal trifft man dabei sogar einen Prominenten. Ob wir von AquaTV in diesem Jahr zu Interboot einen Prominenten getroffen haben oder vielleicht sogar ein Schnäppchen geschlagen haben, zeigen wir Ihnen jetzt. Die Interboot in Friedrichshafen ist eine Mischung aus Booten, Trendsportarten und Rahmenprogramm in 7 Messehallen und im Hafen. Zum 53. Mal hat die Messe am Bodensee ihre Pforten geöffnet und zahlreiches Publikum aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz angelockt. Gerade in diesen Binnenrevieren mit großen Seen stehen Daysailer hoch im Kurs. In genau dieses Segment stößt die Weltpremiere von Bavaria Yachtbau. Die Easy 9.7 bleibt mit nur einem Zentimeter unter der 10-Meter-Marke. Für manche ein magisches Maß. Nach dem Motto, in der Kürze liegt die Würze, hat die Giebelstädter Werft das 3,42 Meter breite Boot mit reichlich Luxus gesegnet. Viel Platz im Cockpit, edles Interieur unter Deck und segelfertig ausgerüstet geht die Reise hier bei 59.500 Euro los. Wie sie segelt? Das zeigen wir in einer unserer nächsten Sendungen. Auch die Scandinavia 27 segelt in der Range der komfortablen Daysailer mit. Mit 8,30 Meter Länge und knapp unter 3 Metern Breite ist sie etwas kleiner als die bayerische Konkurrenz, aber deswegen nicht weniger gut ausgerüstet. Der zukünftige Eigner kann je nach Revier zwischen 3 unterschiedlichen Kielarten wählen. Die YUB kommt in frischem Design daher. Und das nicht nur wegen ihrer auffälligen Farbe und ihres Jetantriebs. Alles, was man am Tage braucht, ist an Bord. Das Besondere an dem Schiff ist neben dem ausgefallenen Design die Herstellungsart. Es ist aus Honigwabenfasern gefertigt. Mit dieser Leichtbauweise wiegt das recht massig wirkende Boot inklusive Motor nur 820 Kilogramm. Luxus pur. Das verspricht die Virtess 420. Die Flybridge-Yacht liegt mit knapp 560.000 Euro am preislich oberen Ende der zur Interboot ausgestellten Schiffe. Entsprechend groß war das Interesse für Besichtigungstermine bei Jung und Alt. Mit 6 Kabinen ist mehr als genug Platz an Bord. Schneller, leichter, weiter. Die M32 ist das Boot der Zukunft und zum ersten Mal in Deutschland. Sein niedriges Gewicht von 520 Kilogramm in Kombination mit einer Segelfläche von 120 Quadratmetern machen den Cut zum High-Performance-Racer auf dem Wasser. Bis zu 30 Knoten soll er schnell sein. Das wollte auch ein Experte in Sachen Geschwindigkeit testen. Timo Schneider liebt Geschwindigkeit, deswegen nimmt er sich gerne an rennfreien Wochenenden Zeit, um neue Dinge auszuprobieren. Diesmal ging es mit der M32 über den Bodensee. Gerade heute mal auf dem Wasser, nicht auf Rädern unterwegs. Das ist wieder was Besonderes, was Neues. Mein Katamaran heute als Möglichkeit zum Segeln mit den Jungs, mit Profis. Natürlich eine super coole Geschichte. Ich glaube, es sind einfach ganz unterschiedliche Parameter. Nicht glaube, sondern ganz sicher sind es unterschiedliche Parameter, die einfach den Einfluss auf die Action nehmen, sage ich mal. Und auf der einen Seite könnte man denken, das ist ja langweilig, wenn ich fremdgesteuert in Anführungszeichen bin, in Form von den Umständen, die ich um mich herum habe. Aber das macht auch wieder einen ganz besonderen Reiz aus, diese perfekt auszunutzen. Und ich bin jetzt das zweite Mal auf einem Segelboot, einmal auf einem kleineren Segelboot gewesen, jetzt auf einem Katamaran.
Das ist wieder eine andere Herausforderung. Das Thema gerade, dass ich diese Situation probiere zu spüren, die Reaktion der Jungs probiere zu sehen, was passiert jetzt gleich. Und wenn ich nach da hinten gucke, dann habe ich schon so ein leichtes Grummeln im Magen. Und weil wir nun schon mal beim Rausch der Geschwindigkeit sind, schauen wir uns auch noch die Liquid Quarter Mile an. Sie steht für das, was abends zwischen 17 und 19 Uhr vor der Uferpromenade am Bodensee abgeht. Schnelle Motorboote über die Distanz einer, richtig, Viertelmeile. Neben diesen Rennen haben die Besucher die Möglichkeit, im Hafen rund 130 Boote zu besichtigen und nach Absprache auch Probe zu fahren. Diese Gelegenheiten werden dann auch nur zu gern genutzt. Insbesondere, wenn die Sonne am blauen Himmel lacht. Spektakuläres für die jungen Wilden gab es beim Cash for Tricks Contest zu sehen. Schwierige und spektakuläre Tricks auf dem Wakeboard werden dabei honoriert. Trotzdem steht der Spaß am gemeinsamen Fahren im Vordergrund. Nicht weniger Atemberaubendes führten Rock und Nack Florianschitsch auf dem Jetski vor. Die Weltmeister zeigten auf dem Messesee, dass ein Jetski wesentlich mehr kann, als nur vorwärts zu sprinten. Die Saltos, Helikopter und andere spektakuläre Tricks sind für Ungeübte allerdings nicht zum Nachahmen gedacht. So, und wie kleidet man sich nun richtig bei all den zahlreichen wassersportlichen Aktivitäten? Eine Auswahl der neuesten Wassersportmode präsentierte die maritime Modenschau. Ob Funktionsbekleidung oder verführerische Bademode, der Laufsteg war immer ein Eyecatcher. Boote, Yachten, Spitzenathleten und Models. In 9 Tagen zeigte die Wassersportbranche am Bodensee, womit man im nächsten Jahr auf Flüssen, Seen und Meeren brillieren kann. Ich sag's ja, eine Messe ist immer etwas Besonderes. Nur schade, dass eben nicht jeder zu Interboot nach Friedrichshafen fahren kann. Naja, liegt ja eben im südlichsten Zipfel von Deutschland. Wie wär's dann eigentlich mit einer Wassersportmesse im Herzen von Deutschland? Zum Beispiel der Boot und Fahren Berlin? Na, das wäre doch was. Sie verpassen keine Neuheiten mehr. Und passend dazu haben wir jetzt auch unser Gewinnspiel. Wir verlosen nämlich 2x2 Freikarten für die Boot und Fun Berlin im November. Natürlich mit Übernachtungen für 2 Personen und wir legen noch eins drauf. 2 Eintrittskarten für die Gala-Nacht der Boote. Wenn das nicht verlockend ist, beantworten Sie uns dazu unsere heutige Gewinnspielfrage. Wie viele Sterne kann ein Charterunternehmen im internationalen Ranking bekommen? Schreiben Sie uns Ihre hoffentlich richtige Antwort an gewinnspiel@aqua-tv.de und mit ein bisschen Glück sehen wir uns dann im November zur Boot und Fun in Berlin, zur Gala-Nacht der Boote an unserem Stand von Aqua TV. Ja, ja, hier in diesem wirklich schönen 4-Sterne-Charterunternehmen Palme in Werder liegen wirklich Schätze auf dem Wasser. Und ein Schätzelein wartet darauf, dass die nächste Chartersaison wieder startet. Die Rede ist von der Delphia Escape 1100S. Wir von Aqua durften sie bereits fahren. Schauen Sie mal. Wenn man die 11 Meter lange Delphia Escape Soleil bei langsamer Fahrt voraus betrachtet, fällt zuallererst das geradlinige Design, das lange Rumpffenster und der 2-stufige Kabinenaufbau ins Auge. Eine schön gezeichnete Motorjacht, die perfekt in die nördlichen Binnen- und Seereviere passt. Ein geräumiges Steuerhaus mit guter Rundumsicht, große offene Achterplicht für bis zu 8 Personen und eine breite Sonnenliegefläche auf dem Vordeck bieten genügend Variabilität für alle Wettersituationen. Das große Geheimnis der Delphia Escape 1100 Soleil offenbart sich jedoch, wenn der Skipper den Gashebel nach vorn drückt. Nachdrücklich beginnt die Yacht nach vorn zu stürmen, denn die neue Escape ist der erste Gleiter, den die polnische Werft auf Kiel gelegt hat. Der steile Steven hebt sich aus dem Wasser und ab knapp 20 km/h kommt die Yacht ins Gleiten, denn das Unterwasserschiff ist sehr flach und breit ausgelegt. Der Beschleunigungsrausch endet erst bei knapp unter 50 km/h.
Dabei ist die 300 PS starke Maschine im gut gekapselten Motorraum zwar vernehmbar, aber unaufdringlich. Das Ruder fest in der Hand folgt die Delphia bereitwillig jeder Lenkbewegung. Erstaunlich agil und mit wenig Drift lässt sich das Schiff selbst durch engste Kreise und Kurven lenken. So viel Fahrspaß hätte man in dieser großen Motorjacht nicht vermutet. Zurück am Steg offenbart sich, dass Delphia Yachts nicht nur beim Rumpfdesign auf neue Konzepte setzt. Auch die Innenausstattung der Yacht hat sichtbar Fahrt aufgenommen. Das neue Designpaket umfasst, im Gegensatz zu früher gebauten Delphia-Motorjachten, schon im Steuerhaus aufwendig verarbeitete Wand- und Deckenverkleidungen, integrierte Deckenleuchten und Gardinen für die großen Seitenfenster. Sehr modern ist die Carbonoptik der Cockpitverkleidung auf der Fahrer- und Beifahrerseite. Neben den vorhandenen Standardinstrumenten gibt es am Cockpit-Tisch genügend Platz, um weitere Informationsmodule zu verbauen oder zum Beispiel einen größeren Plotter einzusetzen. Die vollflächigen Fenster gewähren einen optimalen Rundumblick über das Schiff. Frischluft gelangt durch seitliche Schiebefenster und durch das Sonnendach hinein. Das ist bei der Baunummer 1 noch etwas klein ausgefallen und könnte gut durch ein breiteres Schiebedach ersetzt werden. Die zweiteiligen Hecktüren sind optional erhältlich. In der Standardausführung ist das Steuerhaus offen. Dann wird der Zugang zu den Kabinen mit einem Steckschott sicher verschlossen. Das erinnert wohl so ziemlich als einziges daran, dass Delphia Yachts vor allem eine erfolgreiche Segeljachtwerft ist. Unter Deck empfängt die Crew ein modern gestalteter Salon. Edles Kirschbaumholz im Kontrast mit weichen Alcantara-Stoffen dominiert den Raum. Das Lichtkonzept ist in verschiedenen Stufen schaltbar und lässt sich immer den individuellen Situationen anpassen. Von der Tischplatte des Salontisches lässt sich für bessere Bewegungsfreiheit ein Drittel abklappen. Im Fuß befindet sich eine Minibar. Auf den gut gepolsterten Bänken und den Hockern finden bis zu 7 Personen Platz. Die Polster sind klappbar, sodass man hier jede Ecke als Stauraum nutzen kann. Die schon erwähnten großen Rumpffenster lassen sich mit Holzlamellenjalousien verschließen. Neben diesen Fenstern sorgen noch 3 Decksluken für Tageslicht und Frischluft im Salon. Mittels Ocean-Air-Modulen lassen sich diese auch insektensicher gestalten. Die Schiffselektronik ist elegant durch eine Rauchglasscheibe geschützt und in den Wohnraum integriert. Auf Steuerbord befindet sich eine ca. 2 Meter lange Küchenarbeitsfläche. Blickfang ist ohne Zweifel der elegant designte Wasserhahn im Zusammenspiel mit der hochglanzpolierten schwarzen Arbeitsfläche. Die Herdabdeckung verstaut man mit wenigen Handgriffen hinter dem Herd. Das gleiche soll später auch bei der Spülenabdeckung möglich sein. Der zweiflammige Gasherd und der Backofen werden zur Sicherheit von einem Gasdetektor überwacht. Stauraum gibt es neben Herd und Kühlschrank in ausreichendem Maße. Die an Bord befindliche Nasszelle ist in ihren Abmaßen ausreichend groß. Das Pump-WC kann optional durch ein elektrisch betriebenes ausgetauscht werden. Dusche, Spiegel, Rumpffenster, Schaps – alles ordentlich, aber nicht übermäßig dimensioniert. Die Achterkabine überzeugt mit einem 1,40 m x 1,90 m großen Bett. Ein kleiner Umkleidebereich, ein Schrank mit Hängemöglichkeit, Rumpffenster und Nachttischlampen komplettieren den kleinen, aber gemütlichen Raum. Wesentlich großzügiger ist die eigene Kabine im Bug ausgelegt. Ein, man möchte fast King-Size-Bett sagen, dominiert den Raum. Rechts und links jeweils ein großes Rumpffenster mit Jalousien. Und bricht draußen die Dämmerung herein, gibt es zahlreiche Beleuchtungsoptionen in der Kabine. Stauraum für Bekleidung bieten ein Schrank und 2 Unterflurschübe unter den Betten. Sollte das nicht reichen, findet man unter den Matratzen weitere Staumöglichkeiten. Wenn man an Bord einer Yacht ist, will man die Zeit jedoch eher an Deck genießen. Die große Plicht bietet ausreichend Platz fürs gesellige Beisammensein.
Die zahlreichen Relingpolster machen die Rundsitzecke sehr bequem. Unter den Sitzpolstern befinden sich überall gut zugängliche Bugskisten. Der gesamte Bereich ist mit Echtholzteak ausgestattet, sehr angenehm für alle Barfußläufer. Durch die Hecktür gelangt man zur Badeplattform. Die kann wahlweise mit 60 oder 80 cm Länge geordert werden. Um Zugang zum Motorraum zu bekommen, muss praktisch die gesamte Achterplicht angekippt werden. Dafür ist der Zugang und der Platz beim Antriebsaggregat extrem großzügig. Hier können bis zu 2x220 PS Motoren arbeiten. Aufs Vorschiff gelangt man über breite Umgänge. Zusätzliche Sicherheit bei Wellengang gewährleisten die Haltegriffe und der Handlauf auf dem Kabinendach. Zu vielen anderen Details unterstreicht auch die hohe umlaufende Reling die Zulassung der Yacht in der Seetauglichkeitskategorie B. Auf dem Kabinendach wurde eine Sonnenliegefläche einlaminiert. So bleiben die Matratzen jederzeit sicher an Ort und Stelle. Ein breiter Ankerkasten nimmt den Bugbereich ein. Genug Platz für Kette und Fender. Der Anker selbst lässt sich elektrisch betätigen. Bestaunt man die Delphia von außen, traut man ihr die 11 Meter Länge und 3,45 Meter Breite gar nicht zu. Mit der neuen Escape 1100 Soleil ist der Werft eine wirklich schöne und edle Motorjacht gelungen. Dass die Werft dabei auf die vielen Kundenwünsche eingegangen ist und einen Vollgleiter konzipiert hat, der auch außerhalb von Küstengewässern die See kreuzt, darf bewundert werden. Denn auch wenn wir die Yacht nur bei ententeichartigen Bedingungen gefahren sind, haben uns Agilität und Fahrspaß überzeugt. Neben mir begrüße ich nun Frau Weidner von Palme Yacht Charter in Werder. Hallo, erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute bei Ihnen sein dürfen. Und eine Frage brennt mir natürlich unter den Nägeln. Wie kam es denn zu dieser internationalen Sternebewertung? Ja, das ist relativ kurz erklärt. Der Markt ist doch recht groß bei uns im Raum Berlin-Brandenburg, Mecklenburg. Und wir haben damals selbst einmal gechartert und haben festgestellt, dass wir einige Sachen vermisst haben. Und bei uns wird der Chartergast von Anfang bis Ende betreut, bis er letzten Endes nach Hause fährt. Auch dann rufen wir nochmal an, beziehungsweise sind im Mailkontakt mit ihm, wie es ihm gefallen hat. Und Kleinigkeiten, die Betten sind bei uns bezogen an Bord. Ein Körbchen Obst gibt es mit dazu, damit die Leute auch gesund leben während der Zeit. Ein Begrüßungsgetränk. Und letzten Endes ist unser ganzes Unternehmen hier sehr familiär. Die Leute fühlen sich sehr verbunden mit uns und ja, ich denke, das zeichnet uns aus. Abgesehen von der guten Gästebetreuung und dem tollen Service, was macht es denn so schmackhaft, ein Boot zu chartern, anstatt ein eigenes zu besitzen? Ja, also jeder, der sich mit dem Gedanken schon mal auseinandergesetzt hat, sich ein Boot zu kaufen, weiß, dass damit enorme Kosten verbunden sind. Also nicht nur der Kauf, sondern da kommen eben auch Wartungsarbeiten dazu, der Liegeplatz für den Sommer, für den Winter und. Wir bieten halt die Möglichkeit, zum einen, der Chartergast kann verschiedene Schiffe ausprobieren. Wir haben eine breit gefächerte Flotte, sodass wir auch für das jüngere Publikum etwas haben und sind der Meinung, vielleicht für jeden passenden Geschmack etwas dabei zu haben. Angenommen, ich sage, ich möchte mir ein Boot chartern von Berlin, am besten in Richtung Ostsee. Welche Pakete und welche Möglichkeiten habe ich dann? Wir haben einen Stützpunkt in Flensburg beispielsweise, wo wir auch One-Way-Fahrten anbieten, von Werder nach Flensburg oder auch an die Müritz beispielsweise, was jetzt im Binnenrevier wäre. Auch dort zwischen Malchow und Werder sind One-Way-Fahrten möglich. Wie viele Stationen haben Sie ungefähr? Wir haben drei. Derzeit. Ja. Das heißt, ich kann eine Station mieten, ein Ticket hin und zurück muss ich dann sehen, wie ich komme? Naja, auch da sind wir für unsere Chartergäste da. Wir bieten also auch einen Shuttle-Service an, beziehungsweise einen Pkw-Transfer, dass, wenn der Chartergast von Bord geht, sofort sein Auto vorfindet. Und, ja. Bei so viel Luxus kommt man doch eigentlich auch auf die Idee, Saisonchartern. Ist das für Sie ein Thema?
Es wird ein Thema sein, der eine oder andere, der mit dem Gedanken spielt, sich ein Boot zu kaufen, dass er eben mal sein Traumboot ein Jahr mieten kann. Also eine Saison, das heißt von Anfang April bis Ende Oktober. Und dies Probe fährt. Ne? Und in der Regel, wenn man drauf wohnt, dann weiß man auch, was man nachher braucht und haben möchte. Mhm. Dankeschön. Sehr gern. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, nun auch auf den Geschmack gekommen sind, sich ein Boot zu chartern, ich finde, dann haben Sie jetzt hier genau die richtige Adresse gefunden. Wir sind am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich hoffe, wir haben Sie wie immer gut unterhalten. Wir verabschieden uns mit diesen wunderbaren Bildern aus Werder. In 4 Wochen ist es dann wieder soweit, Zeit für AquaTV. Und bis dahin können Sie uns auch gerne auf unserer Webseite unter www.aqua-tv.de besuchen oder auf unserem Facebook-Profil. Da warten auch immer News. Also, bis zum nächsten Mal. Ihre Katrin Wrobel.